Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Play Animal Crossing Wild World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin David, aka GamerCout. Und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Channel GamerCout. So haben gehört das. So, mal direkt gestartet mit dem Espresso. Ist das geil? So, also Leute, willkommen zu dieser neuen Folge hier von Animal Crossing Wild World. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge, das gleich die erste war, sind wir so schon angekommen hier in unserem Giza City, haben uns ein bisschen mit der Gegend vertraut gemacht und haben schon mal so geschaut, was der gute alte Tom Nook so am Treiben ist. Also der hat uns mal ein bisschen so erzählt, wie das denn so ist, wenn man hier in die Stadt reinkommt, was es da alles so zu beachten gibt. Ja, und wir hatten ja auch eben die Busfahrt gehabt mit dem, mit dem Frosch war das, genau, beziehungsweise war kein Bus, sondern nur ein Taxi. Da ist er rumgefahren mit dem, ja, ich glaube, das war eigentlich mehr oder weniger fast alles, was wir erlebt hatten. Ah ja, und wir hatten ein Haus, das ist natürlich auch eine Sache, die, bei der war so ein, ich sag mal, anders war wie bei den alten, man hat ein Haus. Und zwar das schon direkt am Anfang, von Anfang an. Das hatten wir das letzte Mal, hat es auch schon gezeigt gehabt. Das Haus ist kein großes, aber ist immer zumal etwas. Und wir kommen jetzt zu Tom Nook gehen, um das Haus abzubezahlen. Das ist Stand der Dinge und das ist eine Sache, die wir jetzt auch machen müssen. Und dementsprechend werden wir jetzt auch zu Tom Nook gehen. Bevor wir das tun allerdings, habe ich, und das probiere ich gerade, hallo? Das Haus, da ist gerade ein bisschen so rum im Hintergrund. Und zwar, ich kann erst das auch mal vielleicht einblenden, wenn ich das mal hinbekommen würde. Wir haben von einem Zuschauer einen Hinweis darauf bekommen, weil ich habe ja erklärt, Sprache auf Englisch, dies, das. Bisschen kompliziert vielleicht so reden, aber wir haben relativ intelligenten Zuschauer, der meinte, man könnte die Sprache hier einfach umstellen. Hat er auch einen Kommentar so schön geschrieben, den ich euch hier mal gesehen anzeige. Da hat er nämlich reingeschrieben, du kannst es doch bei den Monat auch umstellen, auf Deutsch, bei den Einstellungen. Und dann ist, wir schauen einfach mal, ob das Ganze funktioniert. Im Action, by the way, es geht auch immer mehr auf Integration mit den Leuten ein, also quasi, dass ihr da quasi auch rein also Kommentare, will ich jetzt in die Videos auch rein sein und so weiter. Also, mir da wieder ein bisschen mehr Mühe geben. Mal sehen, wie es wird. So, jetzt haben wir doch jetzt mal gesehen, ob wir das Ganze auch hinbekommen. Mit dem, wie man das Ganze vorstellen mit der Sprache. Und zwar meinte er, ich glaube, ich blende euch das am besten auch nochmal, oder ich überlege gerade, ich glaube, ich lasse es einfach eingeblendet, das macht am meisten Sinn, zumindest für den Moment. Richtig schön penetrant, wenn sie über meinen Kopf hier platzieren. Also, kannst doch bei einem Monat auch umstellen auf Deutsch bei den Einstellungen. Sagen wir doch einfach mal, und zwar, hat das eigentlich mal ein Slot gerade geladen? Hat das tatsächlich? Achso, ich glaube, das geht leider nicht bei meiner Version. Ja, B. Gut. Wi-Fi Settings. Nee, eigentlich. Nee, ich bin jetzt gerade. Nee. Egal, wir machen einfach weiter und dann werden wir es hinbekommen mit der Zeit, so zumindest meine Hoffnung. Ob wir es hinbekommen, wir werden sehen. Zumindest hoffen kann man das. So, jetzt bin ich ja gerade richtig am Schlafen. Ist das schön, jetzt bin ich aufgewacht. Und währenddessen das Ganze ist prepared, also wird vorbereitet. Ist halt die schöne DS-Version, die ist das. Man kennt es.
So. Jetzt dauert das kurz zu vorbereiten und wunderbar, Vorbereitung ist fertig. Dann geht das doch jetzt los mit der ganzen Soße hier. Halt auf Englisch weiterhin, aber das macht nichts, denn Englisch werden wir überleben. Und es ist auch gar nicht mehr schlecht. Wir müssen Englisch machen, weil dann lernen wir ein bisschen Anführungsstrichen auch die englische Sprache. So, wir hatten die Aufgabe, zum Tumnuk zu gehen, aber da werfen wir erstmal einen kleinen Blick auf unsere Karte und schauen doch mal, wo sich Tumnuk eigentlich befindet. Ihr seht da hier meinen Mauszeiger, glaube ich, auch, genau. Es war nur sehr klein, aber ihr seht den, wenn ihr mal schaut, hier ist den wir. Das ist dieses lila blinkende Bämmel da. Und, wenn wir mal schauen bei Sop, da ist Tumnuk-Ding, das ist das, was mit so einem Planel markiert. Das ist hier unten, direkt neben den Taylor. Und heißt, wir müssen einfach nur, glaube ich, zielstrebig nach unten laufen. Dann müssten wir eigentlich da ankommen. Probieren wir das einfach mal aus. Die Steuerung ist ja leider ein kleines bisschen schwammig auf dem Ding. Was ich beim Minispielen in Mario Party schon merken durfte, wie ich sie aufgenommen habe. Aber ich denke mal, wir werden damit leben können. Da haben wir ja so einen Laden von Tumnuk. Hallo? Jetzt haben wir hier doch einfach mal rein. Und übrigens, ich habe tatsächlich schon geschaut, man kann gegen Sprachen weiter, ich habe es auch davor schon geschaut, ich werde es im Video nochmal zeigen, was mein Stack ist, was inkompetent. Hallo, wieso geht die Tür eigentlich nicht auf? Ah, man muss drauf gehen. Sprache und so weiter kann ich einstellen, kann ich nicht einstellen, Ursat kann ich einstellen, etc. Sprache nicht. Ich finde, das endet aber voll in 3S-Teile jetzt auf dem Aufbauer. So, oh, so decided to show your face. I was wondering if I would ever see it. Alright then, first things first, you will need to change into these work clothes. If you must know, everyone who works here is required to wear a uniform. Just say the word once you're doing things. Gut, dann müssen wir es doch mal ein bisschen umziehen. Das geht, hier glaube ich. Ja, genau, da gibt es mal eine Uniform. Die Crab ist mir jetzt mal. Nein. Kann ich mir nicht anziehen? Bin gerade leicht lost. Ah, so geht das. Und Eva da, wir haben die Uniform an. Scheint ja funktioniert zu haben. Oder? Yes, yes, that suits us so just fine. And since that one, we'll put you right to work. Yes, indeed. First off, I want you to plant some trees and flowers around my shop. The shop experience is greatly handed by cleaner and adoring surroundings. I'm counting on you to give the place a little charm, indeed. Just say the word when you're done. Okay, dann pflanzt du doch mal schöne Pflanzen an. Das ist doch immer eine sehr schöne Aufgabe. Let's go. So. Vielleicht brauchen wir irgendwie so eine Schaufel. Schaufel dafür, aber ich glaube, die haben wir schon bekommen. Ach, wir probieren das jetzt ganz einfach jetzt mal aus. Wir öffnen. Hallo? Ja, wir öffnen einfach mal das Inventar. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze funzt. Und ob es funzt. Wie tatsächlich? Was ist das? Ah, da braucht es nicht mal eine Schaufel dafür. Das ist ja witzig. Gut, dann gehen wir jetzt mal 2 Meter weiter und dann pflanzen wir jetzt wieder eine hin. Ist das schön? Ich mag den Soundtrack so gern von diesem Game. Das ist sowas Tolles. Nee, wirklich, ich mag die DS-Version auch in voll. Die 3DS-Version ist meine Lieblingsversion, die DS-Version kommt eigentlich schon direkt danach. Ich weiß, ich habe sie kaum gespielt, aber ich finde jetzt schon, die hat so viele Ähnlichkeiten mit der 3DS-Version, deshalb mag ich die persönlich, glaube ich, gern. Wenn man es halt jetzt schon sagen kann, nach jetzt mal einer Stunde Spielzeit. Aber sobald ich darüber nachdenke, nämlich die Wii-Version, die gefällt mir nämlich gar nicht. Also ich fand es nicht so toll, ehrlich gesagt. Vielleicht wird es auch ein bisschen so ein Charme, dass ich finde, dass man bei Animal Crossing einfach 2 Bildschirme braucht, ne? Ist eine Sache, da weiß man nie, wie das jetzt mit der Switch-Version mit Horizon wird, mit New Horizon, weil da gibt es auch nur 1 Bildschirm, aber ich glaube, das Spiel konnte erst toll werden, also ich freue mich da definitiv drauf und das wird ein toller Tag, wenn das Spiel jetzt kommenden März erscheint, werden wir auf jeden Fall zocken am Release der Saison. Dauert zwar noch ein bisschen bis dahin, aber bis dahin, wenn wir hier in Wald wollt, richtig schön weit vorankommen, hoffentlich. So,
Sobald Bam jetzt das mal gleich unsere Pflanzen schön überall hingepflanzt. Ich würde fast hier noch eine neben dran stellen. Zusätzlich zu der, die schon existiert. Weil Pflanzen zahlen nie. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Deshalb pflanzen wir jetzt einfach noch eine Pflanze hin. Und wunderbar! Sieht doch schon halt sehr schön aus, das Ganze hier. Dann schauen wir doch mal. Und ich will immer A drücken, ist bereit. Ach, jetzt geht's doch immer. Hä? Wieso ging das vorhin nicht? Man muss auch nicht alles verstehen. Man muss das alles verstehen. So. Hallo, ich will reden. Ich will reden. Jetzt hat der Emulator kurz noch gespackt. So, did you give the crown some summon characters of the plants? Indeed. As you pause, I'll have to trust you to your sense of style. What I David. Now then, what should I have you do next? Oh, well, sorry of me. I just remembered something I had completely forgotten. Dave, you've only just arrived in Gizzy, you know? Well, have you introduced yourself to everyone in Gizzy City yet? Tell you what, you've worked diligently, so I'll let you take a little break, yes. Use this time to introduce yourself to your neighbors, my customers. Be sure to knock before entering the houses. You don't want to shock anyone. Oh, and don't forget to introduce yourself to the maidser too. He should be out for a walk near the town hall, so look for him around. Very well now. On your way, no delaying. Okay. Da haben wir doch so ein paar Pflanzen eingepflanzt und ich würde vorschlagen. Ich weiß, das war jetzt dann keine extrem lange Folge heute, aber wir werden es bei dem belassen. Denn wir wollen ja noch ein bisschen vorankommen in dem Game und wir haben noch ein paar Tage, bis der neue Ableger erscheint. Deshalb legen wir uns jetzt in unser Bett hin, bei uns im Zimmer. Oder auch nicht, da wir wieder nicht reinkommen. Also die Steuerung ist noch nicht 100%, so wie man sich die wünscht, aber von Emulator, es geht voll. Wir können damit leben. Ja, dementsprechend, liebe Leute, knallen wir uns jetzt hier auf unser schönes Bett. Ist ja auch ein Abend. Und dementsprechend, ja, bedanke ich mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Video. Wir machen da demnächst weiter. Ist es deshalb so, dass alle zwei Tage, das mache ich mal abwechselnd mit Mario Party DS. Ich werde das alles in den Ferien dann, oder ab nächste Woche, wenn ich Praktikum habe, hochschrauben. Auf wieder zwei Videos am Tag. Jetzt kommt erstmal noch ein Video am Tag, wieder ein bisschen reinzukommen, das kontinuierliche Video hochladen. Langfristig will ich aber diese beiden Projekte jeweils täglich haben, damit einfach wieder ein bisschen, ja, Normalität hier in Anführungszeichen reinkommt. Aber das, denke ich mal, werden wir relativ gut hinbekommen. Das war's in dem Sinne mit dem Video. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut. Und ciao.